Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grillen Barbecue. Heute gibt's ein Herz von Tiere. Wir machen heute Hühnchenherzen und wie man die macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, an Zutaten brauchen wir ja nicht so viel. Wir haben hier Hähnchenherzen, das sind ungefähr 800 Gramm. Dann habe ich hier OFA, One for All, also auch für Hähnchenherzen. Zwei Limetten, ein paar Spieße und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Jetzt gehen wir über unsere Hähnchenherzen in unseren Ofen ab, also so 40, 50 Gramm geschätzt. Und verteilen die gut mit der Hand. So Hähnchenherzen kriegt man übrigens ja im Supermarkt. Oftmals, ich muss das bedauern, werden die im Prinzip nur von Hundehaltern gekocht, um die an die Hunde zu verfüttern. Die kocht und an die Hunde verfüttert. Dabei ist es ein sehr, sehr leckeres Essen, was auch relativ günstig ist. Also die 400 Gramm Packung, glaube 1,99 oder was, das Kilo 1,99? Nee, die 400 Gramm Packung für 1,99. Also, da muss ich auch mal sagen, wenn wir mal auf Geld gucken wollen, kostet echt nicht viel. Und ich finde, das ist auch so ein Respektsprodukt, wo man sagen kann, wisst ihr, so ein Hühnchen besteht halt nicht nur aus Chicken Wings, Keulen und hat halt nicht nur Filet, also so Brustfilets. Das hat auch ein Herz, ne? Ja, und die sind von außen hübsch, von innen lecker. Und jetzt haben wir die eh mal gerappt. Ideal ist, wenn du die jetzt stehen lässt, und zwar so 4-5 Stunden. Du kannst aber auch noch 4-5 Minuten die richtig durchkneten. Dann nimmt sich das Geschmack von dem Rapp sehr gute Fleisch an. Was ist denn das für ein Satz? Ja, dann nimmt das Fleisch, das Herz sehr gut den Geschmack an, wollte ich natürlich sagen. Schön, dass ihr trotzdem dran bleibt und euch das trotzdem anguckt. Und wenn ich das 5 Stunden stehen lasse, besser im Kühlschrank oder gerne in der prallen Sonne? Prallen Sonne ist optimal dafür, ja. Nee, natürlich ganz klar in einen kühlen Ort stellen. Kühlschrank möglichst weit runter, weil wir haben hier Hühnchen und Hühnchen ist immer mit einer hohen Kernbelastung versehen. Und wir wollen ja noch einen schönen Abend danach verbringen und ja nicht nur rennen. Wohin? Das kann sich jeder selber ausdenken. Nach 5 Minuten sind die praktisch jetzt schön durchmariniert und jetzt nehmen wir die und stecken die abwechselnd unsere Doppelspieße in rechts, in links und zwar immer quer. Kannst du links machen, aber wenn du quer machst, kriegst du mehr auf. So, zack, in hier. In da, wenn du keine Doppelspieße hast, nimmst du die auf einfache Spieße rauf. Ist übrigens ein schönes Gericht, wird in Brasilien sehr gerne gegessen und Hähnchen, Herzen, Spieße halt immer in der Jugend oft gegessen, weil natürlich ein günstiges Grillgericht ist und ich ja ein alter Sparfuchs bin. Und da ist man halt immer günstig dran gekommen. Und ich habe das jetzt in Brasilien wieder neu für mich entdeckt und bin nach wie vor geflasht. Und grill deshalb hier auch diese Hähnchenherzen, auch wenn ich weiß, dass so Innereien nicht so grundsätzlich was sind, was in jeder mag. Aber ich finde, jeder, der auch keine Innereien mag, sollte ruhig mal Hähnchenherzen eine Chance geben. Weil ich meine, da stirbt jetzt kein Hähnchen für. Die sind vorher schon tot. Aber die Dinger sind halt da. Und ich finde das respektvoll, auch sowas zu grillen. Guck mal, sieht nicht mal schön aus? Ein Träumchen. Ein Träumchen, oder? So sehen unsere Freunde jetzt aus. Also ungefähr 200 Gramm zum Spieß. Also praktisch eine Portion, sehr geil, riecht schön nach dem Rapp und die gehen jetzt auf den Grill. Ich habe die jetzt ein bisschen mit Öl eingesprüht und einfach nur dazu, dass es nicht auf dem Rost festhackt. Unseren Grill haben wir vorgeheizt und zwar auf halber Kraft. Also wenn ihr jetzt einen Gasgrill habt, der nicht so viel Kraft hat, dann müsst ihr volle Kraft machen. Wenn ihr ihn habt, der ein totes Monster ist, dann den noch ein bisschen weniger als halbe Kraft. Ansonsten Kugelgrill, jo, einfach normal Kohlen unten drin, angrillen. Zuckertemperaturen? Nö, direkte Hitze von unten. Mittlere direkte Hitze von unten. Kann man gar nicht sagen. Ne? Kann man direkt so nicht sagen. Und dann grillen wir die jetzt praktisch bloß von jeder Seite so anderthalb, maximal 2 Minuten an. Und dann natürlich auch gleich umdrehen. Zack. Das sieht geiler Grillen aus, oder? Ich stehe auf so einen Scheiß. Mega. Und jetzt nochmal für? Ja, dieselbe Zeit, so anderthalb Minuten. So, jetzt nehmen wir die von hier unten und legen die nach da oben, weil wir uns quasi jetzt unten die Röstaromen ans Fleisch gemacht haben und jetzt geht es bloß noch auch darum, das zu garen. Dazu drehen wir die natürlich komplett auf kleinste Stufe runter, schließen den Deckel und lassen die jetzt so circa 10 Minuten hier nachziehen. Wie sehe ich, dass sie fertig sind dann?
Wenn die durch sind. Also die sind ja so kleine Dinger, die kannst du mal kosten und du merkst es sehr, sehr schnell. Ob die innen noch roh sind, dann solltest du die unbedingt machen, aber du könntest auch mit Kerntemperatur, mit so einem kleinen Thermopen, könntest du auch nachmessen. Wenn die also deutlich jenseits der 75 Grad haben, werden die auch fertig. Ansonsten gibt es da keinen Trick, wo man sagen kann, die sind fertig. Meistens ist es so, wenn was fertig aussieht, ja, dann ist es fertig. Sollte man Herzen immer durchessen oder ist es? Ja, sollte man durchessen. Also es sind die Flügelprodukte, sollte man immer durchgegart essen, weil die Keimbelastung doch sehr, sehr groß ist. Ja, sieht das nicht geil aus? Ungefähr die Hälfte der Zeit ist rum und ja, die werden schön glänzig von außen. Das Fett, was direkt da dran war im Herz, das zieht so richtig rüber und tropft so ein Stück weit runter. Riecht hier geil, also ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich tausche die jetzt bloß nochmal munter hier immer durch. Dass wir alle Stellen gleich gut gegart haben. Wenn die jetzt sonst übereinander liegen, kann man mal sehen, dass man an einer Stelle ein bisschen weniger Hitze rankommt. Und wenn du dann zwischen allen den schönen Hähnchenherzen ins Bei hast, ja, was nicht so richtig durch ist, das ist dann halt unerfreulich. Geht das auch in der Pfanne? Das geht auch in der Pfanne. Echt? Die kannst du direkt in der Pfanne braten, klar. Pfanne braten, dann ab und in den Ofen stellen, nachziehen lassen, alles gut. Und jetzt schneiden wir unsere Limette auf. Wir werden sagen, jetzt wird es ja langweilig, wir schneiden die Limette auf. Aber wir haben hier einen kleinen Fun-Fact zum Limettenschneiden. Und zwar, wir habt ihr das längste Schnitt. Und wir sehen hier drin diese weiße Ader. Siehst du die hier? Die in der Mitte durchgeht. Und da sitzen die Bitterstoffe drin. Und wenn du die praktisch rausschneidest, das machst du, indem du praktisch hier so ein kleines V drin schneidest. Immer von hier. Ja, also vorsichtig sein, nicht durchschneiden. Und immer von der anderen Seite. Hast du die weiße Ader draußen und damit nicht die Bitterstoffe alle in der Limette drin und kannst du besser auspressen. Das ist auch übrigens der Grund, warum bei den Caipirinhas, die immer so komische Viertel sind, weil die nämlich die immer so vierteln, um an dieser Stelle die weiße Haut rauszuschneiden. Nach grob 10 Minuten sehen die so aus, also ziemlich fertig im positiven Sinne. Und deshalb nehmen wir die jetzt runter, lassen die ein bisschen abkühlen und kosten. So, hier haben wir unsere Spieße und ich würde jetzt praktisch auf jedem Teller eben so einen Spieß legen und so eine halbe Limette dazu. Und dann nimmst du die Limette und träufelst richtig schön diesen Limettensaft über die Hähnchenherzen. Oh, geil. Ich freue mich. So, da ist unser Spieß und jetzt ziehen wir uns mal hier so ein bisschen so Hähnchenherzenstückchen runter. Also relativ easy gemacht. Und wir essen, ja an der Stelle nicht wir, sondern ich mit den Fingern. Ja, ein Traum. Vom Geschmack. So sehen die von innen aus. Also, ja, ist noch. Nochmal, bitte. So sehen die von innen aus. So klein, da muss ich. Und schattig. Fast Mikrofon, wa? Mikroskop. Mikroskop, ja. Fast Mikrofon, um Gottes Willen. Fast Mikroskop. Total geil. Ist eine Mischung. Also, geschmacklich. Zwischen Steak, Hähnchen und. Ja, zwischen Steak und Hähnchen. Was für, weil du hast schon, was für ein Steak? Rindersteak. Weil es vom Fleisch her ist, ist schon viel, viel dunkler. Du hast einen schönen Rapp außen dran. Und was wieder die ganze Sache so ein bisschen Richtung Barbecue lässt. Und dann der Spaß mit dem Zucker im Rapp drin und der Limette oben drüber. Ist ein Knaller. Also könnt ihr auch machen, nicht nur wenn ihr Geld sparen wollt, sondern auch wenn ihr mal was Leckeres machen wollt, was. Womit so keiner rechnet. Also vielleicht habt ihr einen oder anderen Gast, der ein bisschen mehr Überwindung braucht, um ein Hähnchenherz zu essen. Aber wahrscheinlich wird der Großteil eurer Gäste sagen, ja komm, ist interessant, probiere ich. Ja, und würdet nachmachen. Also ich befürchte, dass die Preise der Hähnchenherzen leicht steigen werden. Ist mir egal, ich riskiert. Kann euch nur raten, schnappt euch mal ein paar Hähnchenherzen. Sehr, sehr lecker. Ansonsten folge ich mir einen Daumen nach oben. Über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo, entweder bei Klaus Grillt oder bei meinem Zweitkanal bei Elfer Klaus. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Okay. Ich stehe auf so einen Scheiß.